Peter Weck, eigentlich Peter S. Braun, ist ein amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent. Er ist bekannt durch seine Rolle als Alex Meriwether in der Amazon-Instant-Videoserie Mozart in the Jungle. Leben. Weck wurde in West Village geboren. Seine Eltern sind Jane und Ronald Farah Braun, ein Filmproduzent und Autor. Seine jüngere Schwester Betsy ist ebenfalls Schauspielerin und Autorin. Weck wuchs in New York auf. Er besuchte die Riverdale Country School und die Professional Children's School. An der University of Southern California schloss er ein Studium im Fach Theater ab. Sein Schauspieldebüt hatte Weck in dem Kurzfilm Die Diary, der den Academy Award for Best Live-Action Short Film gewann. Er war Gastschauspieler in einzelnen Episoden der Fernsehserien Hope und Fight, Third Watch, Law and Order, Special Victims Unit, Ghost Whisperer und Cold Case. Ebenfalls 2010 spielte er in dem Film Consent, in dem sein Vater die Regie führte, die Rolle des Josh. Seiner Schwester Betsy war in dem Film als Samantha und Treuer Belisario als Amanda zu sehen. Von 2011 bis zur Absetzung im darauffolgenden Jahr spielte er Jason Strider in der kurzlebigen MTV-Fernsehserie Just Want My Pants Back. Seit 2014 ist er als Alex Meriwether in der Amazon-Instant-Videoserie Mozart in the Jungle neben Malcolm McDowell, Lola Kirke und Bernadette Peters zu sehen. Weck ist Gründungsmitglied der Theatergruppe The Casitas Gruppe sowie Mitbegründer des Theaterprojekts Shakespeare on the Subway. Filmografie: Filme 1996, Die Diary, 1997, A Bedtime Story, 2005, A Perfect Fit, 2006, The Treatment, 2006, Love, Death, Cobain, 2010, Consent, 2011, A November, 2011, God Don't Make the Loss, 2012, Commentary, 2012, Kiss of Adamant, 2013, CBGB, 2013, Scent, 2013, A Letter Home, 2013, How to Make It to a Promised Land, 2014, Fort Tilden, 2014, I Believe in Unicorns, 2014, Svelta, 2015, Six Years, 2015, Surf Noir, 2015, The Intern, Fernsehen 2004, Jung und leidenschaftlich, wie das Leben so spielt, 2004, Hope and Fight, 2004, Third Watch, Einsatz am Limit, 2005, Law and Order, Special Victims Unit, 2009, Ghost Whisperer, Stimmen aus dem Jenseits, 2010, Cold Case, Kein Opfer ist je vergessen, 2011 zu 2012, I Just Want My Pants Back, 2014, The Michael J. Fox Show, seit 2014, Mozart in the Jungle, Videospiele 2006, Canis Canem Edit, Preise und Nominierungen, 2010, New York Vision Fest Award in der Kategorie Breakthrough Performance für Consent, 2014, SXSW Grand Jury Award in der Kategorie Narrative Short für Scent.